Männer, ho das geschmeckt, ho zügs aus Bauwitsch. Wo ase, jo, des, wo bin ich denn? Ho einmal verzeiht, jo. Aber du, ich kann mir nicht helfen, wenn ich dein Walder seh. So denk ich immer an den Terrero. Gell, weil der so feierisch ist? Ah, no, weil er immer so stiert. Aber du, da fällt mir gerade mal was ein. Jo. Dein Wolfgang. Ah, der kaut immer noch an den Fingernägeln. No, no. Das hab ich schon abgewählt. Ah, wie hast du das gemacht? Oh, ah, ganz einfach. Dem hab ich sein Zeh versteckelt. Du, Bauwitsche, weißt du, was mir aufgefallen ist? Mein Walder, der hat ja so eine krassische Angewohnheit. Ah, du... Ah, der geht doch nicht von morgen zum drei ins Bett. Ja, sag mal, was mich denn der Kerl die ganze Nacht? Ah, du, der war immer, bis ich rumkomm. Aber du, das nächste Mal gehen wir zusammen fort. Jo. Mein Walder und ich. So wie der Edwin und seine Ilse. Die war neulich im Theater. Da hat er Edwin zur Ilse gesagt, da Ilse, setz dich, jetzt kommt gleich der lange Monolog. Da hat die Ilse gesagt, aber hoffentlich hockt der sich nicht vor mich. Ah, und du, wenn wir gerade beim Edwin sind, was war denn da wieder los, da oben im Pfarrhaus? Oh, du! Den Schube, den man jetzt Remise nennt, will doch der Pfarrer umbauen lassen. Hat doch der Kolbe Edwin gesagt, Herr Pfarrer, keiner weiß, was das ist. Eine Remise. Du machen sie doch lieber einen Hingestall. Aber was, ein Hingestall neben dem Pfarrhaus? Du, der hat sich das überlegt. Der Simon hat ihm geholfen und wo sie fertig waren, hat der Simon gefragt, Herr Pfarrer, krieg ich kein Trinkgeld? Ja und, Bauwitsche, was hat der Pfarrer dann gesagt? Bist du Gottes Sohn, brauchst du auch kein Lohn. Ja, danke. Du, der Pfarrer hat die Hinkel geholt, nein, Kopf. Alles fertig. Den nächsten Tag waren die all fort. Fort? Was? Alle hingefort? Aber ein Zettelwartner, der Kranke. Was Mensch, was du drauf gestanden warst. Bist du Gottes Diener, brauchst du keine Hina.